Ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu Let's Play Tomodachi Live. Im letzten Part hat sich das Konzert eröffnet. Wir hatten ein paar wilde Konzerte gehabt. Und nun, liebe Leute, geht's hier auch so direkt weiter. Mit, erstmal ein Problem von unserem Bewohner, aber da gibt es wieder ein paar. Fangen wir erstmal aber ganz links mit Michelle, den Michelle mal wieder spielen. So, schauen wir doch mal, ob ich weiterhin es schaffe und die Spiele gewinnen, weil bis jetzt bin ich da ja im ganz guten Strike. Schauen wir mal, ob das gesprochen wird. Oh Gott. Fangen das Item, bevor es auf dem Boden landet, darfst du es behalten. Fängt sie nicht, hast du verloren. Boah. Es geht los. Ups. Schade. Hä? Nochmal. Nur noch einmal. Okay. Es geht los. Schade. Nein. Okay, ich hab's verkackt. Ich glaube, so ein paar Millisekunden später, dann wär's das gewesen. Okay. Dann machen wir es im nächsten nochmal. Ist okay, ist okay, ist okay. Gib trotzdem ein kleines Danke für den Klopapierrolle, wie perfekt. Es ist so heiß, ich habe gar keinen Appetit. Oder ist das ein Sonnenstich? Sonst ist, glaube ich, nicht. Du hast jetzt eine Hut auf, Hüte vermeiden. Real Talk, Hüte vermeiden, sonst ist es. Wenn es warm draußen wird, Leute, das sieht aus, ein Hut an, okay? Vermeidet die erste Risiko von am Sonnenstich. So, ich bin wieder einmal wunderbaren Klopp. Klopp ist ja perfekt und das zeigt sich gerade das Lied Low und sitzt deswegen auf dem Boden. I don't know. Ich weiß es auch nicht, Leute. Ich weiß es ja erst auch nicht. In deiner Welt ist es jetzt sicher auch heiß, oder? Tatsächlich ist es in meiner Welt heute gar nicht mal so ganz krass heiß. Also es war es mal heißer. So. Ich werde so einen Scheiß sagen, wenn ich will. Ja, genau, da sagst du so einen Scheiß. Was hältst du davon? Das ist so eine gute Idee. So ein Scheiß. Und ich habe auch ein neues Level. Ihr wisst, was das heißt, Leute. Jetzt wird das halt, wir werden alle zum Musikanten, ich lerne ein Lied. Boah, Tesno. Aber sowas von. Boah, mach ich mir eine Tesno-Mucke. So, und auch da gilt, das Ganze haben wir es erstmal an, aber was ist das noch so sagen? Aber leider nicht grüßen können. Am Bahnhof hast du es cool gesehen, ich wusste gar nicht mal, dass wir überhaupt einen Bahnhof haben, Leute. So, aber jetzt erstmal. Würde ich sagen, haben wir unser Tesla-Lied. Let's go! Operation Robodazzi. Geht's denn los? Wenn ich mal wirklich fertig bin. Okay, darf man nicht gut damit singen. Eins, die Power zurück und das ist Tanzen. Wildes Roboter tanzen. Ich bleib auf und tanz die ganze Nacht durch. Perfekt. Darf mich müde. Ich ess nur leckeres Zeug. Keine stoppenden Robodachi. Das war doch supi. Auch hier lesen wir uns doch erstmal die. Ja, das bleibt immer dran geklebt. Muss hier mal gesund einen Klebestreifen wegmachen, der mich anders abfuckt. So sind besser. Also lesen wir uns doch mal gemeinsam die Rigs durch. Operation Robodazzi. Wenn ich mal wirklich fertig bin, dann bringt mir eins die Power und das Tanzen. Wildes Roboter tanzen, ich bleib auf und tanz die ganze Nacht durch. Ich werd nicht müde, ich ess so leckeres Zeug. Keiner stoppt nen Robodach. Da sing aus Nawal und ich sing mit. Operation Robodazzi. Von David. Wenn ich mal wieder wirklich fertig bin. Dann bring ich die Power zurück. Das ist Tanzen. Wildes Roboter tanzen. Bleibe auf und tanz die ganze Nacht durch. Ganz es wird nicht müde. Ich ess nur leckeres Zeug. Kann das stoppt den Robodazzi. Und da fliege es hinweg. Das ist doch ein Meisterpiece der Kunst, liebe Leute. So.
Das ist doch super, gibt 100 Punkte und ich will die eine natürliche Speise an. Und beim Surf-Tackle funktioniert, obwohl ich es einfach mit der falschen Seite aufgedrückt habe. Sehr interessant, als ob da auch die andere Seite geht. Das irritiert mich gerade selbst ein bisschen. Aber was soll's. So, schauen wir nochmal an, was Sophie will. Die braucht wieder menschlichen Rat. Das bedeutet zumindest das Orangensinne. Wie kann man dir helfen? Guten Tag. Ich wäre so gern mit Khan befreundet. Du wärst so gern mit Khan befreundet. Ich nenne es nicht mehr Sen, sondern Khan. So, stellen die vor. Wie du es am besten geben sollst, höflich. Höflich klingt doch gut. Ich gehe sofort los und rede mit ja, probier's doch mal aus. Vielleicht wird da was draus. Hello. Knock, knock. Who's there? Mhm. Richtig Freundschaft geschlossen haben wir leider. Ah, schade, Marmelade. Okay, sowas gibt's auch. Mit David komme ich wirklich toll klar. Das ist doch super, dass du mit David wirklich toll klar kommst. So. Dann. Oh, boah, jetzt ist hier ganz so viel los. Fangen wir mal wieder von oben an hier. Nämlich mit U. Ja, jetzt ist es hier los hier. So. Guten Tag. Was gibt's? Ich wäre so gern mit Liron befreundet. Mit Liron wirst du gern befreundet. Ja, ich stell das vor. Weißt du, wie ich mich am besten geben soll, wenn ich mit ihm rede? Aufmerksam. Danke für den Tipp. Aufmerksam sein ist immer eine gute Eigenschaft. Freunde. Aber nochmal. Wie das Ganze jetzt hier ausgeht. Ich bin gespannt. Ist gut gelaufen, perfekt. Dank dir konnten wir uns miteinander anfreunden. Vielen Dank. Das ist der Subi. Bitte sehr, ein kleines. Und für mich gibt's auch noch ein kleines Dankeschön. Perfekt. Ich liebe es, Kugelschreiber auseinanderzunehmen. Ja, wer kann das nicht? Wer liebt es nicht, Kugelschreiber auseinanderzunehmen? Ja, wie ein Real Talk. Wer liebt es nicht? So, Sen will da wieder was spielen. Boah, ist ja erst ganz und viel Betrieb los, ich sag's alles. Lass uns etwas spielen, Ebenbild von David. Okay, wir spielen was. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Zum Quiz. Oh Gott, das werde ich hier hart verkacken. Also meistens bin ich halt erst scheiße drin. Boah, das ist auch sowas von Hansen Senkel. Jawohl. Wenn man ein bisschen nachdenkt, dann kommt man meistens noch drauf. Was wird es wohl sein? Tomaten, Mozzarella, Korken, Feuertopf. Ich sag sowas von Korken. Da kennt man es von Umrisse. Jawoll. Und das letzte Item. Eigentlich ist es doch voll easy. Was wird es wohl sein? Boah, komplett rot, ich sag Tomatensaft. Wahrscheinlich ist es komplett falsch, aber. Jawohl. Das war eigentlich erst obvious die ganze Zeit so. Keine Ahnung, was das sonst für ein Problem war. Da haben sie letztes Mal gewonnen. Hm. So, perfekt. Ah, gegen Sen gewinne ich immer, ne? Sen will aber auch wieder was spielen. Danke! So. Komm, nehmen wir das Größte. Let's go. Blum ist draus, perfekt. Nee, das ist doch supi. Puck will auch noch spielen. Dann spielen die Seite an dieser Stelle. Magst du etwas spielen? Ja, komm, spiel mal was. Let's go. Oh Gott, Versus-Bilder. Dreh zwei Karten um und finde Paare. Wer ein Paar findet, darf noch zwei Karten umdrehen. Okay. Möchtest du lieber Erster oder Zweiter sein? Ach komm, ich fange an. Du bist dran. Das ist ein Sellerie. Das habe ich, ich sehe es. Ich häng fest. Die vielleicht, die ja. Ah. Welche nehme ich denn? Die vielleicht, die vielleicht. So, da ist verkackt. So, da war. Oh. Das ist Sophie. Das ist ein Haferbrei. Ja, ich weiß, dass das ein Haferbrei ist. Die, ja. Ja, komm. Oh nein, welche war es nochmal? Die hier. Die, ja. Ja, komm. Ich häng fest. Die hier. Welche nehme ich denn?
Die hier. Okay, okay. Du bist dran. Ha! Jawoll. So. Das war hier. Das ist ein Paar. Du bist dran. Und dann das hier, jawoll. Jetzt haben wir 3-3 und 3-3. Ich glaube, komplett ausgeglichen, ne? Ja, moin. Remis. Was nehmen wir mehr? Können wir es doch noch einigermaßen retten. Weder gewonnen noch verloren, so muss das. So, oh, jetzt bekommt Ratzen. Ja, komm, wir nehmen das größte mal wieder. Am Besen, jawoll. Damit kann ich meine Bude mal einskehren. Ist ein exklusiver Verlick. Perfekt. Das will mal mehr. Oh, Cookie will noch was. Dann gehen wir doch gleich wieder hin. Und schauen, was da los ist. Heute wird es erst wieder ein längerer Part, ey. Echt heiß heute. Ja, in der Tat. Heute ist es wirklich heiß. So, was gibt's denn, Cookie? Eine Avocado wäre jetzt echt. Eine Avocado. Ob ich nicht. Denke es. Kaufen wir halt hier eine Avocado noch schnell. Ja, es gibt halt nicht mal eine Avocado. Und ansonsten gibt es eine Paprika, ist genauso gut. Fanta ist halt nicht so gut. Okay, okay, was soll's. So, liebe Leute, an dieser Stelle sage ich jetzt allerdings mal danke sehr für den Part für Susan und wie es hier in dem Bewohnerhaus weitergeht. Das sehen wir im nächsten Part. Bis dahin sage ich danke fürs Zusehen, macht's gut und ciao.